Also hieße, du könntest so schon mal die ganze Hoch-Runter-Geschichte steuern. Und da du unten ja diese. Da du hier an jeder Lampe ja ansetzen kannst, die an ist, könntest du rein theoretisch das Ding auch runter in den Keller bauen und so rum dann nach oben basteln. Du müsstest halt nur immer diese zwei Blöcke einplanen. Ja gut, so haben Und wir, da wie gesagt, das. die Hoch-Runter-Sache schon mal ein bisschen reduziert, okay, aber Wobei, das war. Jetzt ist. ändert ja nicht unbedingt was um die Länge der Repeater, wie du das hier unten gut einplanst, damit sich diese vier. Lukas. Was ist mit Lukas? Mahlzeit. Die Frage ist halt gerade ganz einfach, ist diese Schaltung eine Und-Schaltung oder eine Oder-Schaltung? Weil bei einer Und-Schaltung müsstest du was einbauen, dass du beim Aktivieren des Schalters beide Sachen gleichzeitig rausfährst und beide Sachen gleichzeitig reinbringst. Ist es eine Oder-Schaltung, musst du dann halt gucken, dass du. Komm her. Musst du dann halt gucken, dass du im Endeffekt das so machst, dass du das aktivierst, wenn jetzt zum Beispiel der Schalter aktiviert ist, ist es eine Oder-Schaltung. Das hieße im Endeffekt, der hier würde dafür sorgen, dass du hier das Signal rausbekommst. Wenn du jetzt natürlich willst, dass das eine höher rausgeht, musst du den Schalter wieder ausführen. Wenn du das so ausführst, geht hier oben der an. Machst du den Schalter an, geht der in der Mitte an. Und dementsprechend halt nach oben geführt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel hier wieder Ja, aber eine an sich hast. soll ja beides zusammen fungieren. Das heißt, es muss ja eigentlich eine Schaltung sein, die zusammenarbeitet. Sprich, dass wenn der Schalter das macht, sich das und das betätigt zusammen. Und wenn. Genau, es müsste eine Unschaltung sein, die im Endeffekt beide Ebenen gleichzeitig einfährt oder Wobei aber die auszieht. zweite Ebene etwas langsamer braucht, sonst haben wir ein Problem. Einzige, was wir natürlich machen könnten, wäre, was jetzt so mein Hier Trick fließt Lava dafür. runter, Beste. Lukas, was Was? machst du? Ich mach die Schaltung vom letzten Mal zu Ende, aber wieso bist du mit beiden? Also die einzige Möglichkeit, wie das Ganze natürlich klappen würde, indem du sowas machst, wäre zum Beispiel, indem du. Eine Glock setzt oder was? Wie sieht das jetzt Herzlichen mit fast Dank für die aus? Antwort. Entschuldige, Nein, wir sind gerade mal kurz das am Machen. Also warte keine mal. Glock, aber einfach die Verzögerung. Weil wenn du hier jetzt nämlich einen Piston dran klopfst und du machst den aus, hast du hier im Endeffekt noch eine Verzögerung, die den nochmal an-aus macht. Ja gut, klar, Doch nicht? von Repeater zu Repeater dauert das natürlich immer ein bisschen länger. Können die Betten nicht in Flammen aufgehen? Ich glaube nicht. Ja, Lukas, jetzt müssen wir dich mal gerade fragen, Was den denn? Konstrukteur dieser Schaltung. Konstrukteur. Ja. Ja, was hast du dir dabei gedacht? Wie soll das funktionieren? Ist das eine Nein, Und? nein, nein! Oh, gut, ich bin Ist gefallen. das eine Und-Schaltung oder ist das eine Oder-Schaltung? Eigentlich eine Unschaltung, Was auch also einen Sinn ergeben würde, funktioniert dass das. gerade anscheinend nicht. Was auch einen Sinn ergeben würde, dass das eine Und ist. Weil es gibt im Moment ehrlich gesagt Hat einen die. Sinn. Weil wenn du hier machst, geht's Lava auf. Hier dran rumgepusht? Wir haben nur die Mein Repeater. Internet gerade so kacke? Wir haben nur unten die Repeater ein Ja, bisschen. mein. Die Repeater unten ein bisschen verlängert, weil ich dachte, das wird irgendwas bringen, aber tut's leider nicht. Und wir haben die eine Achso, Redstone. ich hab mich nämlich gerade gewundert, warum das nicht funktioniert. So, Moment, jetzt muss ich mal eben raus.
Jetzt müsste doch rein theoretisch. Du musst circa 10, 15. Ja, genau das, ist, genau das ist das Problem. Weil unten sich die Pistons viel zu schnell einziehen. Und dadurch, dass die Pistons. Nee, das ist eigentlich scheißegal. Nein, eben nicht. Weil solange unten dieses Viererfeld ist, bleibt die Lava da drin. Wenn aber dieses Viererfeld verschwindet, weil sich die Pistons hochschieben, dann verbreitet Moment, sich die Lava. Weil ja dann das, weil dann ja das Viererfeld nicht mehr da ist. Solange das Viererfeld da ist, bleibt die, ja, die Lava oder sich egal was Flüssiges in diesem Feld so drin. Solange. Lukas, die Viererschaltung ist im Endeffekt unten jetzt gerade mal tierisch egal, wenn du so willst. Ja, eigentlich teils nicht, weil oben läuft es ja normal durch. Nur unten muss es ja länger halten zum Teil. Die ja, nein, diese Viererschaltung da unten ist im Endeffekt tierisch egal. Ja, guck, da ist nämlich der Hase begraben. Das zieht sich viel zu schnell wieder rein. Oh, Moment. Wenn ich jetzt... Bist du da unten gerade? Basti, das war so. Sorry. So, sprich das einzige Problem. Wow, du hast nur 3 Leben überlebt. Puh. An sich oben läuft es ja in der normalen Geschwindigkeit. Moment, wieso sind denn jetzt die. So, jetzt aktiviert sein? Wieso fliegt denn hier trotzdem mal Lava? Weil die Lava braucht, bis die verschwinden ist. Die Lava in der Overworld braucht sehr lange, bis die weg ist. Zum einen das und zum zweiten jetzt mal eine generelle Frage. Wofür zur Hölle brauchen wir hier vorne nochmal Lava? Weiß nicht, das war nur so ein Zwischenmittel. Das heißt eigentlich, du hast was gebaut, was nicht unbedingt Sinn und Zweck ergibt, sondern einfach nur aus Lust und Laune was Nein, das macht genauso wie die Zugbrücke und das Ding. Warum sind denn jetzt hier unten die Pistons eingefahren noch immer? Ja, aber wir könnten doch rein in der Theorie... Ja, weil ich das unterbrochen habe. Okay. Wir könnten doch rein in der Theorie auch einfach hier... das ist der Bergfried. Da kannst du auch zur Not eine Zugbrücke machen, wo du hier die... wo du mit Kies oder so 2 Blöcke reinziehst oder hochfährst, dass da keiner mehr reinkommt. Wir brauchen mal keine Lava hier vorne. So, aber wir haben nur mal so angefangen. Das ist die einzige Begründung, die ich da habe. Ja, aber... keine Ahnung. Also ich find's schwachsinnig, da Lava zu setzen, aber... c'est la vie, mach was du meinst. Und vor allem würde ich dann gucken, dass du hier die Lava irgendwie in den Griff kommst, ne? Also heißt, du müsstest hier unten drunter die Blöcke rein theoretisch auch noch wegmachen. Ich will grundsätzlich nicht, dass die Lava hier in das Teil mit reinfließt. Ja, wer hatte denn jetzt wieder den Hebel umgelegt? Ich glaube, wenn der Hebel unten ist, wird oben Lava produziert, glaube ich. Okay, dann fließt sie nicht, weil das hier ja aktiviert ist. Wenn da die Dings zu sind. Okay, stimmt. Nö, das war jetzt nicht mit großem Sinn verbunden. War einfach so einen Ball machen. Okay. Ich meine, wir können. Hätten wir jetzt hier eine Alarmanlage, die uns auf einer Fläche sagt, oh Moment, da ist ein Mob oder so, wäre das Ganze ja wirklich noch vernünftig. Aber das ist doch im Endeffekt nur eine blöde Spielerei, die eigentlich nichts bringt. Hey, die Zugbrücke ist da vorne, ist auch eine Spielerei. Na, zum Teil nicht unbedingt. Zum Teil hält die uns schon von Mobs ab. Bringt ja wenigstens was, aber das da bringt nichts. Wie gesagt, wenn ich hier eine Alarmanlage... Wie willst du denn eine Alarmanlage dir einfallen? Laptop. Ganz einfach. Für nimmst du dir eine... nimmst du dir eine Flip-Flop-Zelle und setzt beide Ausgänge. Und wenn dann ein Mob zum Beispiel hier vorne... Ich bin Vanilla, bedenke dies. Das ist eine Vanilla-Konstruktion. Flip-Flop-Zelle ist Vanilla.
Eine Flip-Flop-Zelle heißt im Endeffekt nur, dass du einen Ausgang hast und mit einem Piston wird jeweils ein Redstone-Block hin und her geschoben, welcher dann den Status 1 oder Reset hat. Hm. So, das hieße, du könntest dann hier vorne eine Pressure Plate reinbauen. Ja. Wenn ein Mob drüber läuft, wird der Piston auf 1 gesetzt. Und ja. Wir bekommen dann eine Lampe oder so, brennt dann vorne in der Burg. Ja gut, wir haben ja auch ausgeleuchtet genug. Ich muss übrigens bei meinem Laptop nur einstellen, dass er nicht jedes Mal wieder ein Standby haut. Nein, ich sage ja nur, es würde gehen, aber sowas ist halt vernünftig. Dass Lava im Bergfried ist nicht vernünftig. Machst du mal gerade bitte die Zugbrücke runter? Oh, bist du klar? Vielen Dank. Wow. What the fuck? Meine Güte. Das ist jetzt nicht abgehört. Geh mal zur Seite. Geh mal zur Seite. Lukas. Nein. Nein. Ja, ich muss irgendwie hier rauskommen. Ja, deswegen habe ich das noch extra abgebaut, damit du hier lang gehst. Übrigens, Lukas, was für eine Frage hast du vorhin mir stellen wollen, wo ich dir wohl nicht drauf geantwortet habe? Weiß ich schon nicht. Beste. War anscheinend nicht richtig. Na, da geht's ja. Basti läuft im Hof rum und schmeißt, wie viele Frames hat? Ja, ich... Ich schmeiß ihm gerade die Dirtblöcke runter, die ich da verbraten habe. Ich schwanke dort zwischen 16 und 22 Frames. Warte, ein Ping von 1000 irgendwas. Warum hast du denn so einen hohen Ping? Weiß ich nicht, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er wieder bei 26 komplett. Ich habe sogar mit beiden Accounts im Teamspeak gerade nur 20, ein 20er Ping. Hier ist aber irgendwo ist hier ein Mob, hörst du? Das ist ein Skelett. Ja, da muss man mal bei den Mauern gucken, ob da alles gut ausgelöst ist. Ist aber eigentlich. Ich gucke, ich laufe durch die Mauer. Durch die Mauer. Warum läufst du da außen rum? Ich hab doch gerade da was freigemacht. Das hab ich noch nie gesehen. Ich hab das Skelett gefunden. Ihr habt Skelett gefunden. Ist tot. Dann macht die Uge ob. Aber dann offiziell siehst du das weiß auch. Ich, dass mein Laptop mit dem Spiel nicht zusammenarbeiten kann. Auch wenn er jetzt ein neues. Warte mal, bitte. Ich schätze mal, ich kann mir denken, was du gefragt hattest, Lukas. Ja? Warum? Der online ist. Achso, ja. Das ist aber gut. Laptop. Ja, ich bin mit dem Laptop online, den ich wieder aufgefrischt habe. Ja, was ist das für eine Begründung? Ich wollte gucken, ob der Laptop mit dem Linux-System mit Minecraft arbeiten kann. Und kann er sein. Zum Teil 17 bis 22 Frames, mehr nicht. Warum? Ich wollte es einfach nur mal wissen und jetzt wissen die Leute sogar, wie der zweite Account mit Namen heißt. Das war ja früher mein Aufnahme-Account, aber noch mit einem alten Namen. Ach ja, die gute alte Zick. Eigentlich eher wenig. Ich habe gerade meine Fenster nur aufgerissen, weil das ist nämlich jetzt gerade so. Ich habe hier die Fenster auch auf Cap auf dem anlaufenden Bande die ganze Zeit schon. Bei mir bringt das nichts mehr. Doch, bei uns bringt das was. Und zwar bei uns ist es jetzt gerade ziemlich gut am Abkühlen. Daher habe ich ja gesagt, komm, ich reiß jetzt. Es soll kühler auch wieder angeblich Gewitter geben in der Nacht, habe ich schon gehört. Hm? Genau. Ich meine, ich habe keine Probleme mit Gewittern. Nein, 8 Dubstep. Entweder ist mein Lappy gerade abgestürzt.
Oder die angeblichen 2 Stunden Akku, die er haben soll, sind jetzt schon leer. Leute, wir hören jetzt gerade in der Aufnahmesession 8-Bit Dubstep. Ja, die Leute wissen ja noch gar nichts davon, was ich gemacht habe. Stimmt ja. Ab sofort hören nämlich alle gleichzeitig, die hier im Channel sind, die gleiche Musik. Wenn ihr natürlich auch mal mit uns reden wollt, vielleicht. Wir können ja auch gerne mal Gäste oder eine Diskussionsrunde machen. Dann könnt ihr gerne mal anfragen und wir geben euch die IP des Teamspeaks. Und ihr flüchtet euch dann einfach mal hier rein und könnt mit uns reden. Wie du einfach mal von der Musik auf Diskussionsrunde kommst. Du bist ja, was denn? Ja. Als wäre doch auch eine gute Idee, oder? Ja. Dann können die Leute mal mit uns reden. Wir hätten vielleicht ein bisschen Diskussionsstuff. Gut. Aber um jedenfalls mal kurz zu erklären, was ich gerade meinte. Ich bin hier insgesamt doppelt auf dem Teamspeak. Und der eine Teamspeak spielt gerade Musik ab. Also der eine Teamspeak, ein Klient oder User oder was auch immer du es nennen willst. Der spielt gerade Musik ab. Und zwar für alle, die in diesem Channel sind. Und das hört er ja auch gerade. Ja, wir. Kann man auch einen Musikbot nennen, könnte man fast sagen. Musikbot, der über meinen PC läuft. Steven, guck mal bitte, ob die Lava weg ist. Die Lava ist weg. Ich sehe keine Lava. Alles gut. Brückenbau für Anfänger. Warum machst du jetzt deine Brücke hin? Keine Ahnung, so kann man wenigstens dann hier oben rumlaufen und sich mal die Lava angucken, ohne dass man gebraten wird. Guten Tag, Lava. Na, wie labert's denn so? Na, alles flüssig, Lava. Das Übrigens wird ihr jetzt neben dem Loch landen. Glaube ich nicht so prickelnd hier. Na Lava, wie geht es? Och, man fließt. So, und hier sehen wir jetzt die Lava-Falle von Lukas. Nur echt patentiert ohne den Dirt. Dumme ich auch. Was ist denn hier los? Was machst du denn hier für eine Riesenschaltung? Nein, den Gang nach rechts, den habe ich gerade eben gebastelt für. Nee, den habe ich gerade wieder neu gemacht. Lassen wir mal Lukas machen. Ich weiß noch nicht genau, was er da macht. Einfach mal gespannt sein. Ey, ist ihm aufgefallen. Jetzt hast du keine Möglichkeit mehr, in das Teil reinzukommen zurzeit. Guck mal. Ja, warte doch mal. Dann legt einfach den Hebel um. Du kommst immer noch nicht rein. Und wird von Lava getroffen. Nee, das finde ich auch doof eigentlich. Lass mich raten, sind es keine Snip. Vorsicht! Da kommt Lava! Lukas, jetzt mal eine Frage, ohne dich angreifen zu wollen. Hast du wirklich einen Plan von dem, was du da machst? Nein, Lukas, nicht jetzt dein Ernst! Also, Basti, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ich meine, mir kommt das gerade irgendwie so vor wie bei den Mythbusters, weißt du, so, wir probieren den Mythos nachzustellen unter normalen Voraussetzungen, sollte dies nicht funktionieren, machen wir die Extremversion. Wir haben jetzt ein Problem, Lukas hat jetzt nichts mehr. Oh nein, meine schöne Lederrüstung. Oh. Dafür habe ich meinen Lack und Leder noch. Ich hatte eh nichts. Ich will jetzt nicht wissen, wie viel in dieser Schaltung da unten gerade verbrannt ist. Was? Das war Lava. Da hast du wenig. Da hattest du Lava-Hosen, genau. Lukas, willst du deinen 9. Tod oder was? 2. Boah, mit 2 Leben, Alter. Mit einem.
Zwei Leben, also ein Herz, ja, ja. So, das hier brauche ich. Eben. Ja. Den finde ich ein bisschen fies gerade. Nein, das Wasser ist weg! Immer vor, Lukas fällt da jetzt rein.